Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play XCOM. Ich weiß nicht, meine letzte meine Income, nein, Finance, nein. Immerhin. Mein letztes Let's Play zu XCOM ist schon etwas länger her. Letzte Runde habe ich eine etwas, also das letzte Mal habe ich etwas größeren Mist gebaut. Activity, Finance, nein. Income, auch nicht. Wo habe ich das gesehen? Wikipedia? Options? Funding? Nö. Nö, das nicht. Ach, was weiß ich. Die letzten zwei, drei Aufnahmen sind nicht so gut gelaufen. Wir haben da unten eine Alien Base, die wir versuchen zu ignorieren. Soweit als möglich. In unseren Basen haben wir Interceptor stehen, bereits in allen drei Basen, die wir gebaut haben. Da haben wir ein Living Quarter, zwei General Stores. Vielleicht sollten wir noch ein zweites Living Quarter machen. Wir haben allerdings kein Geld mehr. Das heißt, wir müssen warten. Not enough money to. Ah. Okay. Nö, 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 nö. Basis. Wir werden tatsächlich Sachen verkaufen. Das Zeug bauen. Ah, Heavy Plasma können wir sicherlich auch ein paar verkaufen. Die werde ich nie wirklich verwenden. Die bauen wir noch. Das heißt, das muss hier in Taipei sein. Jop. Wir bauen mehr Medikits. Mal 20 Stück. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Wo habe ich? Ja, da. Base Information Stores. Medikits 13. Ist okay. Wie viele Soldaten? Wir haben 10. Das heißt, werden nach Havanna mal 10 Medikits transferieren. Wie ist denn das dort? 15 Soldaten. Derzeit noch keine Medikits, aber bald. Okay. Gut, Medikits können wir auch verkaufen im schlimmsten Fall. Ja, schauen wir mal. Ja, ist okay. Research complete Laser Defense. Na, das schauen wir uns doch glatt mal an. So eine Laser Defense provides protection against incursion by hostile craft. Vielleicht sollten wir sowas in die Heimatbasis bauen. So, was brauchen wir? Wir brauchen keine Ahnung eigentlich. Hyperwave Decoder, glaube ich, ist ganz gut. Damit können wir ein paar Sachen über die Schiffe herausfinden. Aber ich hätte ganz gern diese die besseren Poweranzüge oder so irgendwie. Keine Ahnung, wie die heißen. Ich weiß nicht, was ich dazu machen müsste, damit ich die krieg. Egal. Okay.
Very large. Very large klingt nicht gut. Kann ich den intercepten? Und wieder mal ein Raumschiff schrauben. Ah. Gott sei Dank. Ich muss mein UFO nicht schrauben, mein Dings nicht schrauben. Das Ding ist weg. Large. Large ist gut. Das könnten wir abschießen. Na super, aber nicht mit dem hier. Ach, geh schon wieder sowas. Das kennen wir doch schon. Sky Ranger. Schauen wir mal, ob wir die Landing Site von dem Ding kriegen. Very large, very low. Nein. Komm schon. Du schaffst das, Sky Ranger. Mist. Ah! Könntest du ihn bitte abschießen? Ach, verdammt. Sky Ranger, return to base. Ja, du returnst doch zur Base. Mist. Das ist ärgerlich. Und erneut ist mir das passiert. Wir brauchen schnellere Raumschiffe. So. Machen wir ein paar Stun-Bombs. Okay. Ja, was heißt Kanzler? Ich will nicht Kanzler. Ich will. Habe ich keine Lerium mehr? Kann das sein? Ach. Ja, machen wir halt. Machen wir mal eine Laser Cannon. Machen wir mal eine. Machen wir mal zwei. Dann können wir unsere Interceptor ausstatten. Puh. Monthly Rating 278. Gut. Immerhin, wir sind im positiven Bereich. Die Kanzler Funding ist generally satisfied. Was heißt Funding Changes minus 1,1 Million? Spinnt ihr? With your progress so far. We're particularly happy with your progress in dealing with local alien incursions and have agreed to increase their funding. Was? USA has signed a secret pact with unknown alien forces and has withdrawn from the project? Echt jetzt? Das ist ja arg. Das ist mir auch noch nie passiert. Mein größter Finanzier steigt einfach aus. Das heißt, es muss dort wohl eine. Ach Gott. Na, Hauptsache, wir haben dort eine Basis hingebaut. Immerhin Kanada wird noch geschützt von uns. Das wollen wir mal anschauen. So, warte mal. Money nach links. Na super. Das haben sie gut gemacht. Blöde Amerikaner. In Frankreich ein bisschen raufgegangen. Spanien, Japan, Indien, Brasilien, Südafrika, Ägypten. Ägypten gibt ja urviel Geld.
Die geben mehr Geld als alle anderen hier. Ägypten gibt mehr Geld als Deutschland. Das wage ich mal zu bezweifeln. Na gut, ja, ärgerlich. Na gut, aber immerhin, wir haben das Monat ganz gut hingekriegt. Super, das haben wir sehr gut gemacht. Dumme USA. Na gut, machen wir weiter einfach. Very high und small. Na dann intercepten wir das doch, glaubt mal. Ah, sehr nett. Ach, so eines. Tja, das war mal das. Na dann, Sky Ranger, wieder ein paar Aliens, die wir einsammeln müssen. Ein großes UFO wäre es natürlich, das sollten wir mal abschießen. Das wäre irgendwie nett. Aber so ist das ein bisschen eine mühselige Angelegenheit. Ein paar Pünktchen hier, ein paar Pünktchen da. Außerdem, wir lernen nichts Neues dadurch. Evelyn Johnson. Schuli. Warte mal, was hast du für Werte? Strength 30, nein, du kriegst das Ding nicht. Darf eine Sempress. Bist du eigentlich sehr stark? Ja, auf 39. Kriegst du das Ding. So, warte mal, da war irgendjemand, der noch nichts hatte. So. Und du kriegst noch dieses Drum hier. Ja, die Launcher werden wir hier nicht brauchen. Hier gibt es nämlich soweit man vermuten kann. Hey, die sind neu, die kenne ich noch nicht. Geh mal in Deckung. Nix da. Und da oben irgendwo irgendwas? Nö, wahrscheinlich nicht. Auch in Deckung. Und auch in die Knie. So, du gehst vor ein Stückel, du gehst vor ein Stückel. Das tue ein Stückchen. Das tue ein Stückchen. Die schauen auf ein Dings, die schauen so aus wie die Leibgarde vom Imperator aus Star Wars. Vielleicht sollten wir die doch gefangen setzen, einen oder so von denen. Und tschüss. Ah. Solange sie nur panikt sind. Solange sie nur panikt sind, ist es nicht so schlimm. Oh, da ist noch einer. Komm mal runter. Hat er überlebt. Tja. Ah, verstehe.
Du hast doch gleich alles weggeworfen, sicherheitshalber. Hörst du auf mich zu schießen? Dann schauen wir mal, ob wir den gleich fangen können. Ach so, Mist, schade. Shot geht sich gerade mal nicht aus. Naja, das dazu. Das dazu. Das war jetzt peinlich. Gegendeckung, damit dich keiner mehr sieht. Dann müssen wir das doch runterholen. Ah, was heißt No Line of Fire? Machen wir mal den nächsten. Julie, kannst du auf das Ding schießen? Ich bin mir sicher. Ah, noch nicht. Da ist da, glaube ich, der Flügel im Weg. Schauen wir mal, ob es jetzt geht. Mhm. Aber bringt halt nichts. Ah, okay. Nach 4 Schüssen ist es doch noch tot. Girma. Okay. Das waren 3 von diesen Mind-Affecting-Sachen. Das ist nicht gut. Ja, okay. So, schauen wir mal, da oben ist das Raumschiff. Da haben wir jetzt 2 gehabt, wahrscheinlich ist noch ein dritter auch da. Hm. Oh, du bleibst da lieber drinnen, nicht, dass du da anfängst irgendwie herumzuschießen, blöd. Müssen die mich sehen eigentlich für dieses Mind-Affecting-Ding? Ich hoffe doch. Josef. Daher. 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 Und daher. So, Evelyn. Wir sind da. Wieso sind wir da eigentlich rein? Normalerweise sind wir dann. Ah, wahrscheinlich, weil da jemand rausgekommen ist. Evelyn, du bleibst in diese Richtung und schießt auf alles, was sich dort bewegt. Bitte. Ah, du sollst auf die Schießen nicht abgeschossen werden. Na gut. Dann versuchen wir es mal anders. Da vorne steht einer. Den schießen wir ab. Klar, müssen wir uns noch drehen, ist eh klar, dass sich ja nicht der Endshot ausgeht. Das wäre auch zu einfach gewesen. Gehen wir zum nächsten. Na, gehen wir mal runter. Gehen wir ab, Bibe. Ah, du bist echt schlecht im Schießen. Nicht tot, nicht tot. Hat kein seltsames Geräusch gemacht. Gut, gut. Du bist in die Knie. Margaret, du bist ziemlich dämlich. Wieso bist du Sergeant? So wie du schießt, kämpfst. Daphne, du gehst mal da rein. Aus den Augen, aus dem Sinn.
wie du. Geh in die Knie und schieß auf das Erstbeste, was dich da trifft, was da auf dich zukommt. Du schäm dich. Schießt auch auf das Erstbeste, was da rauskommt. So, und du, Josef, gehst einmal da ums Eck. Okay. Next. Colby. Okay. So, Denise, du bleibst da. Grigoli, du bleibst da. Susanna, du bleibst da. Julie. Julie, du begleitest den Typen da vorne. Mhm. Das war jetzt weiter. Hier mal, Baby has gone berserk. Naja, gut. Das ist jetzt nicht ganz so dramatisch. So, du, für das, dass du den Josef abgeknallt hast, musst sterben. Der arme Josef. Er ist da gestanden, glaube ich, oder? Er ist nur noch ein Korps. Ich kann ihn nicht mehr retten. Ach Gott. Das ist ärgerlich. Na bitte. Du hast einen abgeschossen, der da raus ist. Perfekt. Perfekt. Warst du das? Ich glaube zumindest, dass du es warst. Geh in Deckung. So, du, schämst du dich noch? Das will ich doch hoffen. Jetzt bist du ein bisschen näher, jetzt treffen wir ein bisschen besser vielleicht. Uah, gefährliche Position, die du einnimmst. Gut, vielleicht sollten wir dich irgendwo wegbewegen von diesen Typen. Colby. Ah, verdammt, jetzt sehe ich das erst. Mist, ich bin so deppert. Ich bin so unfähig. So, das war jetzt ziemlich dämlich, wie ich mit der gegangen bin, aber gut soll sein. Grigoli. Du bist daher. Es bietet zwar keinen wirklichen Schutz, aber ich tue einfach so, als würde es mich schützen. So, Susanne. Du hast das auch genau im Blickfeld. Der Typ mit dem Mind, mit der Mind Probe ist möglicherweise ich glaube nicht, dass da drinnen wer ist. Ja. Bitte. Sie hat zuerst alles fallen lassen und jetzt wirft sie auf uns irgendwelche Granaten. Das ist schlecht. Vor allem, wenn wir so rumrennen. Ja, das habe ich gut gemacht. Das habe ich echt gut gemacht. Na gut, aber noch eine Granate hat sie nicht, also so gesehen.
So gesehen wird nichts mehr passieren. Geht nicht schräg. Gut. Nein, wir schießen nicht auf sie. Wir gehen da jetzt in dieses Raumschiff. Ah, warte mal, das wäre natürlich eine interessante Idee gewesen. Ja, also ich glaube, da ist nichts mehr. Sicher weiß man es natürlich erst, wenn es wirklich so ist, aber na dann. Noch ein paar Schritte weiter. Okay, das passt eigentlich so. Nein, du wirst nicht auf diese Person schießen. Mein Gott. So, Grigori. Du, wo gehst du hin? Gehst du auch darauf oder na? Wo ist jetzt die Deckung von hier? Wie geht's dir? Hast du noch eine Wunde? Nein. Tja. Das zu, dort ist niemand mehr. Könnten wir bitte nicht in den Rücken von irgendwelchen Leuten schießen? Du Vollkoffer. Da oben ist tatsächlich noch jemand. Und runter. Da ist keiner mehr. Mist. Ist tatsächlich noch da oben. Was für eine Wiese. Das ist natürlich cool. Ob wir den da so erwischen? Ja, aber er schlaft nicht ein. Naja, gut. Not enough time, Neonets. Na gut. Dann knie ich hin. Du schießt zuerst einmal. Na, okay. Das war's wohl nicht. Hier ist der Stock. Können wir von dort da heraufschießen? Nö, ich hab's befürchtet. Dann du. Immerhin ist jetzt die Front frei. Kannst du ihn jetzt abschießen?
Gut. Ich hoffe, das war's jetzt. Was für eine miese Runde. Vier Leute verloren. Aber immerhin ein Live Alien recovered. Diese neuen Aliens müssen wir uns dann gleich anschauen. Was auch immer das sein mag. Not enough equipment to fully re-equip. Wow. So, warte mal. Basis. Haben wir eigentlich Illyrium 115? Ja, haben wir. Wie soll man dann das Ding nicht herstellen können? Gehen wir mal 10 Leute weg. Gut, wahrscheinlich war das woanders. Ja, neue Aliens. Das sind definitiv neue Aliens. So, warte mal. Cell-Sec. Und zwar. Aferils sind das. Schau. Davon verkaufen wir auch 4, weil mehr brauchen wir nicht, um diese Dinger da zu erforschen. Muton. This humanoid creature is physically powerful and intelligent. Ja, ich weiß nicht, sehr intelligent schaut er ja nicht aus, aber was soll's. They have a particular appetite for consuming raw flesh of any kind, which they need for sustenance like earth-based carnivores. Aber roh? They appear to rely on telepathic commands from a race known as Aferils. Once separated from this telepathic link, their mental system appears to break down and they die. Auch nicht schlecht. The cybernetic implants are used to enhance their combat performance. They are clearly the foot soldiers for a higher intelligence. Na gut, dass wir dann so einen Aferil gefunden haben auch noch. Ein Aferil Leader sogar. Das ist ja genial. Leaders sind ganz, 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 ganz wichtig, soweit ich weiß. Okay, nein, das muss man anders machen. Wo war das in Taipei? Ist das geil? Da verkaufen wir. Und bauen 10. Oder? Geht sich das aus? Gut, Taipei-Ding. Du interceptest das mal. Während wir hier. Wie war das? Eines von den Dingern verkaufen und eines produzieren wir für uns selbst. Eine Laser-Cannon verkaufen wir. Und. Oh, da
nehmen wir 5 dazu. Okay, Freunde, an dieser Stelle werden wir für heute wieder Schluss machen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Das nächste Mal werden wir sehen, wie dieses UFO ins Wasser geschossen wird, wahrscheinlich. Schauen wir mal. Bis dann.